Endkampf. Was? Endkampf. Den werden wir später herausfordern müssen. So, was machen wir als nächstes? So, was machen wir als nächstes? Gut, wir werden auf jeden Fall nächstes in den Schimmerwald mal wieder gehen. Da ich vorhin ein bisschen Training brauche. Und zwar müssen wir tatsächlich zu diesem Podium, was wir ja auch schon mal in der drittletzten Folge gemacht haben. Da wo wir nämlich das Schwert oder das Schild gefunden haben. Von mir. So. Dann geht's, glaube ich, weiter. Lernen da, leck mich doch. Ernsthaft? Gleich wird's jetzt. Pion Draghi! So. Und da sind wir wieder zurück. Und da fiel er gut ab. Was soll denn hier im Wald? Ja, das könnte ich dich eigentlich auch fragen, ne? Niemand hat sich in den Wald. In dem Tag ja uns damals hintergeschlummert haben. Deswegen ist ja auch so ruhig. Ein idealer Ort zum Nachdenken. Wie, was sagst du da? Das Gefühl von irgendwas hierher gerufen zu können? Seltsam. Oh, da fällt mir ein. Ich hab dir ja noch gar nicht so dein großes gratuliert. Herzlichen Glückwunsch. Ich sehe das nicht falsch, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass mein lieber Nachbar meinem Bruder den Titel annehmen würde. Ja, es war auch nicht ohne. Ich bin nicht. Vielleicht ist die allerbeste Trainer Galas. Oh, ich hab da schon. Ich bin, kann es immer noch nicht ganz glauben. Du bist wirklich ein einzigartiger Trainer. So einzigartig, dass ich es nicht schwer fassen kann. Sag mal, willst du noch mal gegen mich kämpfen? Klar, warum nicht? Okay, ich will spielen. Spielen wir sicher vor, die Linie übertrumpft hast. Sag mir sofort Bescheid, wenn du so weit bist. Und jetzt? Okay, los geht's. So, es werden jetzt einige viele Ereignisse kommen. Nach und nach, die letzte. Ich hätte das jetzt abarbeiten wollen. Naja, das habe ich mir noch gut zeigen. Ich habe mir noch ein bisschen gebaut. Ich bin ein Wir haben hier einen Draghi, Level 59, das ist Events. Ich habe mal den Volley. Lachs? Jetzt kommst du mit dem Lachs? Guck mal, hä? Okay. Okay, wir haben aber schon nötig zu sein.
Ja, es wird nicht einfacher werden, definitiv nicht. Klar, dass er nicht in uns ankommt. Ich habe nicht gedacht, dass du mir so voraus bist. Ich weiß nicht, warum ich mir jemals Chancen noch nicht ausgebaut habe. Immer dass du die den Unschlagbaren besiegt. Klar, und die mir gerne Typen auf dieser Kunde spielt. Sag mal, willst du zwei Kids so laut sein? Hm, sorry, kleiner Spaß. Oh, zu mir. Ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem großen Sieg. Jetzt bist du der Champ. Danke. Sieh mal einer an, das ist auch eine gesunde Portion an Selbstbewusstsein hinzugewonnen. Was machst du eigentlich hier? Erledigst du was von Mathematiker? Ja, beide sind aber nicht mehr als Assistent von der Großmutter. Ich werde mir jetzt Selbstprofessorin. Was? Nicht jetzt? Wir beiden sind sehr dankbar. Nur durch unser gemeinsames Abenteuer ist mir bewusst geworden, dass ich mich intensiver mit der Geschichte Galas befassen will. Was aber ich Pokémon doch viel mehr lieber gewonnen als vor. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Hier sogar mit Autogramm. Eine echte Rarität. Cool, das ist ja noch gut. So. Okay. Schauen wir mal lesen. Ja, ich habe schon eine Ausgabe. Ich habe mir meine Geld gekauft, als ich das Buch rausgekommen habe. Danke, ich kann es dir nachher gerne bekommen. Und ich weiß mal, dass ich mich jetzt auf den Gedanken erlebt, wie es jetzt in das Buch ist. Aber das ist erst der Anfang von Bronze Sonne Karriere. Das verspreche ich euch, Kids. Das glaube ich dir aufs Wort an mir. Du und Kev, ihr seid echt fantastisch. Ich habe großen Respekt vor euch. Ach, was macht ihr hier eigentlich? Oh, ich verstehe schon. Ihr seid bestimmt hier, um das rostige Schwert an den rostigen Schild zurückzubringen, oder?
Der hat ja sicherlich vor, nicht vor, sie einfach zu behalten. Also denkst du hin? Das würden wir doch niemals tun. Ja, das können wir vergessen. Ich fass das nicht. Aber ehrlich, ich glaube nicht, dass das im Sinne von Zaki und Zander wäre. Okay. Hast du nicht, wer das Gefühl, dass ich irgendwas höre? Vielleicht hat das ja damit zu tun. Jetzt gehen wir das Schwert und den Schild zurück, um uns für die Rettung zu bedanken. Bitte, dann sehen wir Zaki und Zander irgendwann wieder. Ja, klar, dann legen wir es zurück. Ja, nicht mal zurücklegen. Zaki und Zander Center, vielen Dank für eure Hilfe. Wir sind ein bisschen spät dran, aber bringen euch eure Schätze wieder. Hopp, und du gibst das kostige Schwert und du hast den Schild zurück. Das wäre erledigt. Lass uns nach Hause gehen. Was hast du denn das vor, Samir? Ich habe noch etwas Wald, ein paar Nachforschungen anzustellen. Dein Energiekörner-Detektor-Schild aus. Oha? Oha? Ich habe schon gefragt, wer hier diesen Lärm veranstaltet. Und wer zur Hölle ist das jetzt? Oha, oha. Ja, seht ihr, einfach Professor Samir, die Autorin von die Geschichte Galas? Ja, das bin ich. Hast du es ja mal mitgelesen? Du bist doch, ich bin keine Seite, keine Buchstaben ausgelassen. Ich habe es nicht erwähnt, sondern auch gleich ein anderes Bewertung im Internet gelassen. Ich zitiere, ein widerliches Buch voller Lügen, weil er nicht mehr wert hat als ein Stern. Na, du stehst ja sicher keine Lügen. Aber, geht's noch? Das ist super unhöflich. Ich bin Schäfer, und ich bin Schilder. Die einzigen königlichen Erben Galas. Und ich höre das, wir sind umdrehen noch unheimlich berühmt. Nach Erben, aus Blut, zwei Seiten nach. Was stimmt denn mit Ihnen nicht? Oha, oha, sind das etwa ein Schwert und der Schild, von dem wir so viel gehört haben? Ja, sind Sie wirklich recht? Sie sehen einfach verschädigt aus. Ich will gerade nicht gerade erpicht daraus, den Bus nehmen und zerfassen. Hey, Finger weg! Wir haben ihn erst zurückgebracht. Hä? Hätte ich doch keine Meinung gefragt. Wir haben nur etwas vom Boden abgelesen. Also werde ich hier in Deutschland beschlossen. Kannst du sicher beweisen, wie sie gehören? Hm? Ich beweisen, wie dieses Tier gezeigt gehört. Ich halte das Schwert und das Schild sehr wichtig für Zaki und für den Center. Hm. Meine Güte, bei einfachen Jungen aus dem niederen Zeug ist so ein ziemlich schlichter Ding an den Tag. Ja, wer ist da so unhöflich? Ich glaube, die zwei Jungs da, ne? Wenn ich so weit aus dem Fenster lehne, macht es ja nichts aus, diese Sache an den Kampf zu klären. Wir sind nämlich so berühmt, dass uns wieder kein Kampf zu schade sind. Was auch immer das heißen soll. Das Ehre, gegen mich den mächtigen Schädel zu kämpfen zu dürfen. Ja, und wir dürfen den natürlich nicht herausfordern. Du hast... Okay. Ich möchte ganz schön zu tun. Wir fangen an mit einem Lauch zu lecken, weiter ein bisschen von Torrenta. Vorne muss ich Galoppa, aber wir sind tatsächlich nicht mehr. Jetzt wäre er angeschlagen nach dem Kampf gegen Hopp. Ich habe mir gedacht, aber diese Torrenta kriege ich trotzdem runter. So, das ist jetzt mal down. So, Bronzer. Heizige Stahl-Pokémon. Yeah.
Schweige und jetzt auf Schild. Und ist halt der Schweige. Und das war's. Ja, sich die Schlappe. Oh Gott, das ist ja nicht gut. Hast du den Bildern bekommen? Ha, ich scheine, dass ich eine Fähigkeit unterschätzt. Nur das war ziemlich, dass mich einmal auf einem Prinzipien begleitet. Bravo. Wird immer sein. Wir lachen nachts und werden mein älterer Bruder den Sieg errungen. Tut mir leid, ich bin verloren. Was war denn los, Junge? Sieht mich nicht meine glorreiche Abfahrt. Sind wir eingeschüchtert oder warst du mit dem Gedanken oder woanders? Aber sag mal, liebes Brüderchen, ist jetzt nicht der Trainer, der in die andere Rolle gemacht hat? So, was sagst du? Ja, das recht. Es muss der kleine Rotzköpfe sein, der uns die Chance genommen hat, mit Feld im Rampenweg zu stehen. Meine Formation zufolge auch bei der Zeuge der Zerstörung der Wandmalerei, die unsere Fachmann so kurz vor der Ausfertigung hatten. Ich bin Frevel. Hat dieser Bengel also die Zerstörung der Wandmalerei zu verantworten, die unsere Familie seit Generationen verehrte? Also die Wandmalerei, die die Stadt und Zeichen zum Zentrum verdeckt hat? Das hat er da gar nichts mit zu tun? Ziehen wir uns mal erst zurück. Ja, weil da mal wieder mein Bett ist. Im Auftrag von Olivia. Nächstes Mal bringen wir Stecker-Pokémon mit. Schauen wir einen Grund im Boden. So soll es sein. In Sinne, Ali. Hey, ich denke mir. Peter, hör zurück. Ja, wirklich. Kann den noch nicht einfach über Kopf. Hinterherjagen. Du schenkst das Ganze wie eine Fassung, hm? Hat immer die gleichen Gesichtsausdrücke. Seltsam, das Hauptgegen, wie so schnell so verloren hat. Wurde also etwas unkonzentriert während des Kampfes. Vielleicht war das ja der Grund. Man müsste dabei zusehen, wie du als ein Gewalt zum Champ geworden bist. Jetzt jemand wie Hopp würde es zu schaffen machen, wenn er das Ziel vor den Augen verliert. Aber damit beschäftigen wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal diese beiden Clowns, Schwerthold und Schildrich finden. Ich habe schon eine Idee, wie wir das anstellen könnten. Wollen wir das vielleicht im Labor in Brassbury besprechen? Ja, klar. Danke. Hätte ich gar nicht fragen müssen, hm? Gut, bis gleich im Pokémon-Level. So, kann ich jetzt... Ja, wo gerade sein. Jetzt mein Team wieder geheilt. Nö. Gut, dann gehen wir kurz zum Mutti. So, Team heilen und dann... machen wir Feierabend. Weil das, was jetzt danach kommt, das würde ich mir gerne dann in Ruhe angucken. Feiern, als nächstes kümmern wir uns dann um zwei Clowns da. Bis dann.